Der Richtkranz weht über den zwei City-Wohnhäusern in der Einbecker Innenstadt. Die Einbecker Wohnungsbaugesellschaft EWG baut am Petersilienwasser zwei Gebäude mit insgesamt 12 Mietwohnungen, die zwischen 70 und 116 Quadratmeter groß sind. EWG-Geschäftsführerin Birgit Rosenbauer begrüßte die Gäste des Richtfestes. Sie dankte den Handwerkern und dem Architekten für die bereits geleistete Arbeit und den Anliegern und Nachbarn der Baustelle für die aufgebrachte Geduld. Den Richtspruch sprach Zimmermann Jörg Kettler. Doch wenn die Wohnung erst fertiggestellt und einer nach dem anderen Einzug hält, ob jung, ob alt, ob groß und klein, freudig ziehen sie in die Wohnung ein. Auch der Nachbarn sei hier gedacht, die erdulden mussten Staub und Krach. Denn während der Arbeit am Haus war es mit ihrer gewohnten Ruhe auch. Doch alles, was einmal beginnt, bestimmt auch mal ein Ende nimmt. Nun wünsche ich weiterhin ein gutes Gelingen, mögen die Wohnungen auch neue Freundschaften bringen. Auch vor Feuer und Gefahren mag der Himmel diese Häuser bewahren. Gott segne und schütze alle in diesem Haus, die hier gehen ein und aus. Nun nach alten Handwerksbrauch und Sitte nehme ich zum Schluss das Glas und bitte, all die freundlich hier versammelt sind mit mir, laut in den Rufe einzustimmen, unsere verehrten Bauern und alle, durch deren Bemühen und Leitung dieser Bau so trefflich gedeiht, dass sie mögen leben. Ho, 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 ho. Kunde, gefeiert sei dieses Haus zu stünden. Ja. Im Anschluss konnten die Gäste einen Blick in den Rohbau werfen.